Motivation, das große Buch der westlichen Käufer zu schreiben, waren mehrere. Das eine ist sicher, dass ich, seit ich ein kleines Kind bin, einen starken Bezug zu Pflanzen habe, Pflanzen immer schon geliebt habe, angebaut habe, sie beim Pflanzenwachsen beobachtet habe, eingenommen habe. Und dass ich dann TCM studiert habe, natürlich eine große Liebe zu den chinesischen Pflanzen entwickelt habe. Und mein Lehrer Claude de Rosa hat damals auch westliche Kräuter aus Sicht der TCM beschrieben. Und das war natürlich für mich genial aus verschiedenen Gründen. Kräuter sind leichter zu beziehen, die Quellen sind sicher, sie sind geprüft und sie sind vor allem auch viel billiger als die chinesischen Kräuter. Und da ich ein Mensch bin, der gerne lernt und sich beschäftigt, habe ich einfach angefangen, ein Buch zu schreiben, nur aus reinem Interesse für mich. Und das war halt das erste Buch, das hat geheißen Westliche Kräuter aus Sicht der TCM. Das war, glaube ich, 1999 oder so, dass das rausgekommen ist. Und das hat große Resonanz gefunden. Also dieses Buch kommt jetzt, glaube ich, in die 10. Auflage. Also es hat einfach ein Interesse gegeben dafür. Und irgendwann habe ich dieses Buch dann überarbeitet und daraus ist dann dieses Buch hier entstanden, dann im Laufe der Jahre. Der Kerninhalt sind mehr oder weniger zwei Dinge. Erstens sind darin relativ viele europäische Kräuter beschrieben, wie sie aus Sicht der chinesischen Medizin wirken, mit Geschmack, thermischer Wirkung, Organzuordnung und Indikationen und auch die Tagesdosis für jedes Kraut. Und darüber hinaus als besonderer Clou und Hilfe für die Therapeuten oder diejenigen, die das wirklich anwenden wollen, sind hinten dann Krankheitsbilder aus Sicht der chinesischen Medizin beschrieben. Dafür die entsprechenden wichtigsten Rezepturen. Und bei den Rezepturen wird genau beschrieben, warum welches Kraut in Kombination mit dem anderen Kraut, wie wirkt eben genau die große Stärke der chinesischen Medizin, dass man das Konzept der chinesischen Phytotherapie auf die westlichen Kräuter überträgt. Und so gibt es eben, ich glaube, ungefähr 25 verschiedene Syndrome, Rezepturen, da sind insgesamt 50 Rezepturen drin und die halt sehr detailliert. Und damit kann man wirklich, wenn man nicht nur die Kräuter studieren will, sondern auch wissen will, wie die interagieren, dann viel Informationen daraus lukrieren. Und mir hat es total Spaß gemacht. Wer kann von dem Buch profitieren? Es ist gut, wenn man irgendwo ein andocken kann an das Buch. Entweder man hat eine Ahnung von den Kräutern oder man hat eine Ahnung von TCM oder man hat sich mit TCM Ernährungswissenschaften oder so beschäftigt. Also dann kann man das Buch immer quer lesen und dann davon profitieren. Aber es ist genauso für totale Freaks der TCM, weil die Rezepturen sind chinesische Rezepturen, die ich nachgebaut habe. Also da steckt viel Tradition auch drinnen. Also es geht dann sehr, sehr, sehr ins Detail, wenn man möchte. Und darüber hinaus haben wir das Buch auch zu jeder Pflanze, die wir reingegeben haben. Ich bin eher so ein optischer Mensch, auch keine Fotos, sondern alte Malereien der Pflanzen reingeben, die sozusagen den Charakter der Pflanze gut repräsentieren. Also wenn man auch ein optischer Mensch ist, kann man, es ist nicht wirklich ein gemütliches Buch zum Lesen, es ist schon so Fakt an Fakt an Fakt, aber dazwischen hat man halt diese Bilder, um sozusagen das auch irgendwie anders wahrnehmen zu können, die Pflanzen. Ich sehe das sehr entspannt, weil China sowieso ein großes Land ist und dort auch von verschiedenen Regionen verschiedene Kräuter verwendet werden. Und oft hat man sowieso Substitute. Ich gebe dieser Meinung recht, dass man nicht alles substituieren kann und ersetzen kann. Also es gibt noch keinen westlichen Ginseng und es gibt ein Kraut Huangqi, Radix astragalus, deutsch heißt die Tragandwurzel, die chinesisch Weiqi studiert, ein bisschen dem Immunsystem der westlichen Medizin entsprechend. Dafür haben wir auch noch keine 1:1 Entsprechung. Für sämtliche andere Krankheitsbilder und Syndrome würde ich denken, dass wir die chinesischen Kräuter wunderbar ersetzen können durch westliche Kräuter. Und wir haben ja auch eine große Wissenstradition bei uns gehabt, die halt nicht so nach außen gegangen ist, weil das teilweise halt innerhalb der Klostermauern tradiert wurde. Aber gerade was die Wirkung von Einzelkräutern angeht, haben wir viel Wissen. Wir haben früher auch Rezepturen gemacht in Europa. Wir haben vielleicht nicht diese Begrifflichkeit gehabt, warum wirkt Kraut A in Kombination mit Kraut B, in Kombination mit Kraut C. Und gerade da sind halt die Chinesen brillantest mit diesem Konzept von Kaiserkraut, Ministerkraut, Polizeikraut und Botschaftskraut.
Und wenn wir dieses Wissen auf die westlichen Kräuter übertragen, dann haben wir halt sozusagen die Stärken der westlichen Kräuter, die wir hier gut bekommen und die günstig sind, mit diesem ungemeinen Erfahrungsschatz der chinesischen Phytotherapie. Ich glaube, die Thermik kann man 1:1 auf die westlichen Kräuter übertragen. Dieses ganze Konzept, wie ein Kraut beschrieben wird, wie wir es in dem Buch auch machen, mit sozusagen welcher Pflanzenteil wird verwendet und dann halt Geschmack, thermische Wirkung, Organ zuordnen, wobei man wissen muss, dass der Geschmack sich definiert nicht aufgrund der gustatorischen Wahrnehmung. Also man nimmt Schafgabel und macht einen Absud draus und schaut, ob das bitter schmeckt. Wenn man das lange ziehen lässt, schmeckt es durchaus bitter. Sondern in der chinesischen Phytotherapie wird der Geschmack definiert durch die Wirkung einer Pflanze. Und weil Schafgabel halt eine mildstärkende Wirkung hat, sollte dann auch ein bisschen süß dort stehen. Also der Geschmack definiert sich über die Wirkung der Pflanze und nicht über die Wahrnehmung, wenn man die Kräuter frisch einnimmt oder halt einen Tee daraus macht. Aber natürlich kann man das mit Nahrungsmitteln gut machen, also beschreiben, und mit den westlichen Kräutern genauso. Warum sollte das auch nicht gehen? Mhm.